So, aber jetzt noch kurz Quest sammeln. Von Hallo, allen. ihr seid sicher der Padawan, von dem Meisterin Yuan gesprochen hat. Kaum zu glauben, wie wunderbar Tython ist, oder? Also auch unheimlich, nicht falsch verstehen, aber wow, ich meine, seht euch nur um. Tut mir leid, ich plappere. Hallo. Meisterin Yuan wollte, dass ich euch daran erinnere, dass sie meint, dass Jedi Kampfkünste erlernen sollten. Und sie sagte, ich soll sagen, dass ihr das auch machen sollt. Also sie sollte sagen, dass ich sagen soll, damit man sagt, dass man die meine Meisterin das gesagt hat, oder wie? Hä? Für ein Jedi seid ihr ziemlich albern. Okay. Ihr seid nicht gerade das Ideal eines ruhigen und beherrschten Padawans, oder? Erste Woche. Hab letztens erst entdeckt, dass ich machtsensitiv bin. Wie verrückt ist das denn? Geht zu Meister Vettel im Tempel. Er sieht nicht nach viel aus, aber er kann einem unglaubliche Sachen zeigen. Viel Gl Möge die Macht mit euch sein. Jo, dir auch viel Glück. Dann dürfen halt viele in den Tempel rein. Ah, Leute, Leute. Bekomme ich hier irgendwie Kilometergeld oder so? Das wäre von Vorteil. Okay, diesmal müssen wir aber nach oben. Kann es sein, dass ich vorher, wo ich oben war, neben dem gestanden bin? Da war auch irgendwas mit Meister. Aber ja, ich denke mal, in dem Spiel gibt es mehrere Meister, nicht nur einen. Aber könnte ja sein. So, wo darf ich hin? Ach nee, da links rum nicht. War der in der rechten Halle. Das Konsortium. Hey, da gab es auf meinem alten WoW-Server gab es auch das Konsortium. Voll die Nachmacher. Oder vielleicht sind es auch die gleichen. Keine Ahnung. Oder gab es nicht sogar einen WoW-Server, der so hieß? Und Yoga. Wie einfallsreich. Macht er auch Yoga? Und heißt sein Vater Yoda? Es ist weise von euch, weiter nach Erleuchtung zu streben. Ja toll, wir können uns nicht weiter ausbilden Möge die derzeit. Macht mit euch sein. Aber dafür ein bisschen EP bekommen. Was geht mit dem ab? So, hier gibt es nichts Tolles mehr. Oder was wird da angezeigt? Das finde ich eigentlich cool, dass irgendwie dran steht, hier jede Botschafter ausbilden und dann nichts zu trainieren. Wenn ich jetzt eine neue Fähigkeit hätte, dann wird da dran stehen, hier irgendwas Neues verfügbar. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Muss man nicht hier wie blöd rumrennen. So, und da war ja da draußen, glaube ich, auch noch irgendwo eine Quest. Ich glaube, da in dem Briefkasten war ja noch was. Ich will auch so ein Roboter-Ding. Oder geht es nur mit Jedi-Ritter? Liam Dentiri. Padawan, wie ich hörte, habt ihr mit euren Prüfungen angefangen. Jawohl. Meisterin Yuan hält euch für äußerst vielversprechend. Es freut euch sicher, dass ihr so weit gekommen seid. Doch manche Jedi haben die Fähigkeit, mehr zu bewirken, mehr Leuten zu helfen. Interessiert. Was ist die Natur dieser Aufgabe? Der Galaxis steht ein Krieg bevor. Das Sith-Imperium schmiedet ein Komplott gegen die Republik. Und die Republik sucht Hilfe bei den Jedi. Doch nicht alle, die ein Jedi werden wollen, sind fähige Kämpfer und Anführer. Viele sind Gelehrte, Diplomaten, Strategen und Wissenschaftler. Deshalb haben wir eine Simulation entwickelt, um Jedi und Padawane daraufhin zu testen, ob sie republikanische Truppen anführen können. Jo, darf ich das auch ausprobieren? Ihr wollt, dass ich an dieser Simulation teilnehme? Genau so ist es. Die Droiden in diesem Dock wurden programmiert, um gemäß imperialen Militärprotokollen und Schlachtfeldtaktiken zu handeln. Zeigt eure Fähigkeiten, indem ihr diese Droiden besiegt, und ihr seid auf dem besten Weg, republikanische Truppen in den Kampf führen zu können. Traut ihr euch das zu? Aber natürlich. Natürlich werde ich es tun. Ausgezeichnet.
Die erste Gruppe Trainingsdruiden wartet auf euch. Viel Erfolg. Das heißt, möge die Macht mit dir sein, du Spast. Und nicht viel Erfolg. Das ist das von Jedi, Fuscher. So, müssen wir jetzt da rein, oder? Mit denen kämpfen, oder irgendwo anders? Doch, ich glaube schon da. Also, da drüben können wir glaube auch hin. Das ist glaube gerade egal. Ah, da ist einer. Mark 5, ich brauche aber Mark 1. Okay, wie aktiviere ich die? Ah, das ist schon das Button. Aktivierungskonsole. Na toll. Dann kann man die aktivieren. So, jetzt verschwind. Vielleicht kann das nur einer machen. Was ich jetzt eigentlich nicht unbedingt denke, aber wer weiß. Was ist da? Okay, da eigentlich die Markierung hier. Kann ich nicht anklicken? Wo ist mein Inventar? Hier oben. Habe ich da irgendwas Tolles, was ich dazu brauche, um zum Aktivieren? Nee, eigentlich nix. Okay. Hä? Kann ich in Quest, Missionslogbuch? Und da weiß die vielen Panamana auf Teil. So, wir sollen die Konsole finden. Haben wir schon und sollen die aktivieren. Bei den. Dann ist das hier Mark 5 Position. Denke ich mal, hier schon irgendwie vielleicht so 3 oder so. Oder 1. Ne, 1 ist nicht. Ah, jetzt, das heißt, das sind so verschiedene Positionen immer. Im Transportdienst, hey, da können wir einen neuen Flugpunkt setzen. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Ja, was ist das? Du kannst dich hier binden. Ach so, so eine Art Ruhestein, machen wir das mal. Weil wir ja derzeit eigentlich ja hier unterwegs sind. So, stand das hier Position 1? Ja, hier kann man aktivieren, endlich. So. Oh, das sind ja gleich mehrere. Kaputt. Geben sogar Erfahrungspunkte, cool. So, dann zum zweiten Punkt. Ja, das sind ja aber nur, glaube ich, 3 Stück. Ich habe gedacht, da gibt es am Mark 1, 2, 3, 4, 5 oder so. Achso, ne, wir müssen zuerst zu dem Typ zurück. Ich bin beeindruckt. Hoffentlich haben wir bald eine anspruchsvollere Aufgabe für euch. Ja, die war ein bisschen einfach. Ach so, jetzt muss ich vielleicht noch im Level ein bisschen aufsteigen, dann kriege ich die nächste. So würde ich das jetzt mal verstehen. So, hier ist noch ein Sanitätsdienst. Was kann man da Tolles machen? Eine einfache Entschlossenheitsstimme. Okay, benutzen erhöht die Willenskraft, die List, Präsenz, Ausdauer, Zielgenauigkeit, bla bla. Jo, Medipacks haben wir eigentlich auch, die können wir eigentlich mal hier runterziehen. Und irgendeinen Schrott verkaufen. Das brauchen wir eigentlich auch nicht. Da
Das auch nicht, das auch nicht. Auch nicht. Ja, obwohl... Na nee, lass mal. So, da gibt's doch dann noch so ein... Da gibt's doch... Oder was ist das da? Gegenstandsmodifikationsstation. Ach, da hinten. Wähle einen Gegenstand zur Modifikation. Obwohl, nehmen wir mal unser Schwert. Dolch können wir gar nicht nehmen. Okay. Ups, ja, jetzt habe ich es abgelegt, haha. Na, keine Ahnung, das wird wohl erst später gehen, denke ich mal. Wo muss ich jetzt genau hin? Ach ja, da, hier gibt es einen Weg dafür, denke ich mal. So muss ich dann hier den Trampelpfad, obwohl, glaub nicht, oder? So, jetzt erkundigen mal das Gebiet. So, da gibt es auch wieder so einen Flugpunkt. Hey. Uah. Die hat mich gebufft. Warum hat die so... Warum hat die der Gerät? Ich will auch der Gerät. Dings, Hitpoints hatte ich schon. Ich habe erst 780. Ist auch Jedi Busch. Aber so, schon Stufe 7. Ja, dann. So, die sind freundlich gesinnt. Ach, die sind alle freundlich. Okay. Ja, da hinten ist ein Händler, den brauchen wir jetzt vorerst nicht. Holen wir erstmal den Flugpunkt, das ist eigentlich immer das Wichtigste. Oh, was ist das da? Ach so, auch wieder so eine Bindungs... Ich wollte gerade Entbindungsstation sagen. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen.